Heute möchte ich euch die Stephen King-Verfilmung S zeigen. Die Kleinstadt Derry. Alle 27 Jahre verschwinden Kinder spurlos. Doch als Bill, dessen Bruder auch verschwand, nach Jahren wieder in die Stadt zurückkehrt, um seine alten Freunde wieder zu treffen, beschließen diese, den merkwürdigen Ereignissen auf den Grund zu gehen. Früh merken sie, dass wohl ein mysteriöser Clown namens Pennywise mit in die Ereignisse verstrickt ist. Als großer Stephen King-Fan muss ich leider sagen, dass ich eher enttäuscht von dem Film war. Die Umsetzung hat mir leider nicht so gut gefallen. Klar, der Film ist von 1990, also sollte man nicht allzu große Special Effects oder ähnliches erwarten. Natürlich braucht ein guter Film auch keine Special Effects, um gut zu sein. Das ist natürlich auch klar. Dennoch finde ich, dass meiner Meinung nach irgendwie keine richtige Atmosphäre aufkommt. Auch die schauspielerischen Leistungen haben mir jetzt nicht wirklich zugesagt. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich zuvor das Buch verschlungen habe, das mir wirklich gut gefallen hat. Das Buch war wirklich schön und ich mich auch wirklich auf den Film gefreut habe und ihn dann angeschaut hat. Aber er war halt einfach nichts Besonderes. Da dieses Jahr ein Remake erscheinen soll, setze ich da mal etwas Hoffnung rein, dass der mal ein bisschen besser wird. Außerdem muss ich noch dazu sagen, deutsche DVD-Fassung lässt ton- und bildtechnisch auch eher zu wünschen übrig, wie es ja bei älteren Filmen ja zum Teil schon mal der Fall ist. Also greift lieber zum Buch, macht in meinen Augen mehr Spaß als der Film. Naja, und wie immer gilt, alles hier Gesagte ist und bleibt meine Meinung und wenn euch die nicht gefällt, macht euch doch ganz einfach eine eigene. Bis zum nächsten Video, euer City Bloop.